Ja, zum Thema Heilsicherheit. Es gibt viele Christen, die sagen, dass sie gerettet sind. Sie glauben an Jesus, sie glauben, dass Jesus für sie gestorben sind. Aber sie haben keine Sicherheit, dass sie in den Himmel kommen. Sie sagen, dass ja, sie können etwas tun, damit sie in die Hölle kommen können. Was denkst du darüber? Was sagt die Bibel? Ja, die Bibel ist super eindeutig dazu. Das steht in Johannes 10, Vers 27. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Also die Bibel ist super eindeutig, dass ewiges Leben tatsächlich ewig ist. Ja gut, aber was bedeutet ewiges Leben? Könnte ja jemand jetzt fragen, nicht? Ja? Aber Jesus erklärt, was ewiges Leben bedeutet, denn er sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Okay, also ein Christ oder jemand, der sich als Christ bezeichnet und sagt, ich glaube an Jesus und klar, ich glaube an das ewige Leben, aber ich kann es wieder verlieren. Na, glaubt er an ewiges Leben? Nein, weil hier steht, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also ewiges Leben bedeutet, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Also wenn jemand doch verloren geht, dann hatte er von vornherein gar kein ewiges Leben. Dann war er von vornherein nicht gerettet. Ewiges Leben hat kein Ende, deswegen kann ich meine Errettung niemals verlieren, egal was ich tue oder lasse. Es hängt nicht von mir ab. Macht das Sinn? Ja, du hast recht. Ich glaube das auch, genau, dass Jesus kann uns nur ewiges Leben schenken. Er schenkt kein temporäres Leben oder endliches Leben. Ja? Ja. Ich habe auch mit vielen anderen Leuten gesprochen, besonders Christen von dieser EFG-Gemeinden. Sie kommen klar mit dieses Thema Heilsgewissheit. Aber wenn ich Heilssicherheit sage, dann sind sie sehr zurückhaltend. Sie sagen, mit Heilssicherheit gebe ich einen Freifahrtschein für Sünde. Und was denkst du darüber? Okay, ja, das können wir auch im Johannesevangelium lesen, in Johannes Kapitel 1, weil da sagt uns die Bibel in Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wenn ich an Jesus glaube, dann bin ich Kind Gottes, ja. Und als Kind, ich meine, da machst du nicht alles richtig. Als Kind hast du viel, viel Fehler gemacht und dein Vater würde dich bestraft haben dafür. Deswegen auch Christen, wenn sie Fehler machen hier in diesem Leben, werden sie bestraft dafür. Aber eben in diesem Leben auf der Erde. Sie kommen nicht in die Hölle. Denn sie gehören zu Gottes Familie. Sie sind ein Kind Gottes. Und als Kind wirst du immer Kind bleiben. Du wirst immer der Sohn deines Vaters bleiben. Auch wenn du vielleicht einen Streit hast mit deinem Vater und sagst, ich will nicht mehr dein Sohn sein oder er sagt, ich will dich nicht mehr in der Familie haben, du bist trotzdem sein Sohn. Nicht wahr? Und wirklich der absolut wichtigste Punkt ist, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Denn die Bibel sagt uns, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und wir lesen auch den berühmten Vers in Epheser 2, Vers 8 bis 9. Denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Also es hängt sowieso nicht von mir ab, dass ich irgendetwas tue oder lasse, um in den Himmel zu kommen. Und damit ist es kein Freifahrtsschein zu sündigen. Es hat einfach gar nichts mit meinem Handeln zu tun, ob ich in den Himmel komme oder nicht. Sondern es hängt davon ab, ob ich an Jesus glaube. Ob ich einmal mein Vertrauen auf ihn gesetzt habe. Dass er für mich am Kreuz gestorben ist, begraben wurde und auferstanden ist. Und wie gesagt, Gott wird uns als Christen hier auf der Erde bestrafen. Also wir können nicht einfach tun und lassen, was wir wollen, denn er wird uns hier bestrafen. Aber wir kommen nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Macht Sinn. Und das hängt vielleicht auch ein bisschen zusammen mit dem ersten Punkt, weil ich hatte ja vorgelesen aus Johannes 10, wo Jesus sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen. Also ich werde in Ewigkeit nicht verloren gehen, das bezieht sich natürlich auf das, nicht auf das irdische Leben, sondern auf das Leben danach. Also ich komme nicht in die Hölle, sondern in den Himmel. Also bei dem ewigen Leben, da geht es gar nicht um das Leben hier auf der Erde, sondern um das Leben danach. Ich habe aber jetzt schon ewiges Leben, denn wir lesen auch, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Also ich nicht, ich werde es bekommen, sondern ich habe es jetzt schon. Das heißt, ich werde niemals sterben. Ich komme so oder so in den Himmel. Ich kann nicht mehr in die Hölle kommen. Richtig? Richtig, ja, das glaube ich auch, dass Gott gibt uns einen Wahl noch, als wir noch leben in dieser Welt, dass wir diese Entscheidung machen können. Ja, es gibt auch paar Leute, die fragen, okay, das verstehe ich, ewiges Leben ist ein Geschenk.
Ja, das kann man als Geschenk nehmen, aber ich kann auch dieses Geschenk einfach weggeben. Irgendwann später. Vielleicht das geht zusammen mit diesem Punkt. Es gibt Leute, die sagen, ja, ich glaube an Jesus, aber später sind sie Muslim geworden oder katholisch geworden oder Mormon oder, ich weiß nicht, Atheist geworden. Ja, was denkst du darüber? Also, das ist eine der Irrlehren, die ich am meisten hasse. Leute, die sagen, ja, Gott wird dich nicht loslassen, aber du kannst loslassen. Du kannst das Geschenk wieder weggeben. Aber was lesen wir denn in Johannes 10? Da sagt Jesus, dass sein Vater größer ist als alle, dass niemand sie aus der Hand seines Vaters reißen kann. Also wenn du sagst, du kannst dich selbst von Gott wieder losreißen, du kannst das Geschenk des ewigen Lebens wieder weggeben, dann sagst du damit, dass du größer bist als Gott, dass du stärker bist als Gott. Weil Gott hält dich in seiner Hand. Und wenn du dich losreißen könntest, dann wärst du stärker als Gott. Ja. Das macht keinen Sinn, nicht wahr? Ja, ja. Und außerdem, das Geschenk, das hängt nicht von dir ab. Ja. Also Gott sagt nicht, ja, du kommst in den Himmel, du bekommst ewiges Leben, wenn du ein gutes Leben hier lebst. Ja. Nee, sondern die Bibel sagt, denn aus Gnade seid ihr rettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Ja. Also nicht aus uns. Es ist nicht aus uns, dass wir irgendwas tun oder lassen, um gerettet zu bleiben. Ja. Sondern Gott der Vater hält uns, sagt die Bibel. Na, ja. Und was denkst du mit dieser zweite Punkt? Jemand, der sagt, ich glaube nicht mehr an Gott oder ich bin jetzt Muslim. Ich glaube, was Mohammed gesagt hat, obwohl damals ich an Jesus geglaubt habe. Ja, ich würde sagen, dass dieser Mensch einfach nie gerettet war. Ja. Weil wenn man einmal gerettet ist, das lesen wir in Epheser 4, Vers 30, dass wir versiegelt worden sind mit dem Heiligen Geist auf den Tag der Erlösung. Also wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist gibt der Wahrheit Zeugnis. Also jemand, der wirklich gerettet ist, der wird immer an Jesus Christus glauben. Ja. Das wäre so, wie wenn ein Kind später als Erwachsener wieder an den Weihnachtsmann glaubt. Ich meine, das Kind hat die Wahrheit erkannt, den Weihnachtsmann, den gibt's nicht. Aber jetzt glaube ich wieder an den Weihnachtsmann. Ich meine, macht das Sinn? Wenn ich einmal die Wahrheit erkannt habe, dass Jesus Christus der einzige Gott ist, dass ich nur durch ihn in den Himmel komme, warum sollte ich dann wieder an eine Lüge glauben? Ja. Genau, du hast recht. Ja, natürlich würde ich sagen, wenn jemand Muslim geworden ist, Atheist geworden ist, das hängt von seiner Glaube, ne? Das hat nicht mit seiner Werke zu tun. Ich sage nicht, durch seine Werke irgendwie kann ich wissen, ob er gerettet ist oder nicht. Aber durch seine Glaube kann man das sehen. Richtig. Ich habe auch noch diese Frage. Ich rede mit vielen Menschen auf der Straße, auf der Gemeinde, viele Christen, die glauben richtig, wirklich. Die sagen, ja, ich bin gerettet, doch mein ewiges Leben kann ich nicht verlieren. Ich komme in den Himmel, wenn ich sterbe. Aber sie sagen auch, dass es kann jemand anders sein, ein anderer Christ, der glaubt, dass er sein Heil verlieren kann. Aber trotzdem ist dieser Mensch ein Christ. Er ist gerettet und er ist unser Geschwister. Also sie sagen, ja, der glaubt nicht, also der glaubt nicht an die Heilssicherheit, aber er glaubt an Jesus. Also er ist doch auch Christ, er ist doch auch gerettet. Ja. Sowas genau, in die Richtung. Ja. Da würde ich sagen, dass jemand, der sich als Christ bezeichnet, der vielleicht ja sagt, dass er an Jesus glaubt, aber der glaubt, dass er sein ewiges Leben wieder verlieren kann, dass es nicht ewig ist, na, der ist nicht wirklich gerettet. Der ist kein Christ, weil wir glauben nicht, dass Jesus uns ein gutes, besonders gutes Leben schenkt. Das ist wieder der erste Punkt, was ewiges Leben bedeutet. Es bedeutet, niemals verloren zu gehen, in Ewigkeit nicht verloren zu gehen. Wir glauben, dass Jesus uns ewiges Leben schenkt. Darum geht's in dem Evangelium. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja. Also es geht eben darum, an Jesus zu glauben, damit man nicht verloren geht. Dann kann ich nicht verloren gehen. Ansonsten würde das Evangelium nicht stimmen. Ja. Richtig? Und was ich wirklich jeden Menschen oder auch die Zuschauer jetzt von unserem Gespräch fragen würde, wenn du dein ewiges Leben verlieren kannst, was musst du tun, um es zu behalten? Ich meine, überleg dir mal diese Frage. Was muss jemand tun, um sein ewiges Leben zu behalten? Nix. Da gibt es nichts, nicht wahr? Aber jemand, der glaubt, dass er das ewige Leben oder sein Heil, seine Errettung wieder verlieren kann, na, der muss doch irgendwas tun oder lassen, um es zu behalten. Ja, ja. Merkst du, was da dran falsch ist? Ich meine, die Bibel sagt uns schwarz auf weiß, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Ja. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Richtig.
Ja, ich habe das erfahrt, ich frage jemand, ob er gerettet ist, wenn sie sagen, ja, okay, aber wenn ich noch frage, kannst du dein ewiges Leben verlieren? Was kannst du tun, dein ewiges Leben zu verlieren? Und sie sagen, ja, das kann ich verlieren. Wenn ich von meiner Sünde nicht umkehre, dann verliere ich. Und dann sage ich, ja, dieser Mensch ist nicht gerettet. Und die anderen Menschen, die anderen Christen, sie hören, sie sagen, ah, du bist sehr schlecht. Wie kannst du so sagen, dass er nicht gerettet ist? Er kommt regelmäßig in die Gemeinde. Aber ich sage nicht, weil ich möchte einfach sagen, er ist gerettet, er ist nicht gerettet. Ich möchte wissen, ob er gerettet ist, so dass ich ihm das richtige Evangelium geben kann. Ja, richtig. Ich sage nicht einfach, du bist nicht gerettet, du kommst in die Hölle, einfach so. Ich muss ihm sagen, dass Jesus ihn wirklich liebt und dann er das ewige Leben nicht verlieren kann. Es gibt ein Ziel, warum ich so verurteile oder warum ich sage, dass er nicht gerettet ist. Ja? Ich sage nicht, er ist nicht gerettet und dann Punkt, ich gehe weg. No. Ich möchte einfach ihm das Evangelium richtig geben. Ja, ja, dein Ziel ist es nicht einfach nur zu richten und ein schlechter Mensch zu sein, anderen zu sagen, dass sie falsch liegen, sondern jemandem die Wahrheit aufzuzeigen. Ja, ja. Und um jemandem die Wahrheit aufzuzeigen, musst du aber erstmal ein Urteil über diesen Menschen fällen. Du musst selbst in deinen Gedanken richten, okay, ist dieser Mensch gerettet oder nicht? Und ja, manche Christen haben einfach eine völlig falsche Vorstellung, was dieses Richten angeht. Ja. Und ich habe einen Vers dazu, Johannes 3, Vers 18, da steht, wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Jetzt kommt, wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Okay, also bist du derjenige, der den Menschen richtet, oder ist der Mensch schon gerichtet, weil er nicht an Jesus glaubt? Die Bibel sagt, dass er schon gerichtet ist, weil er nicht an Jesus glaubt. Also du sprichst einfach nur dieses Urteil aus, nicht wahr? Gott hat schon gesagt, er ist gerichtet. Und du sprichst dieses Urteil nur aus und du wendest das an, indem du ihm sagst, auf eine freundliche Art und Weise, du bist nicht gerettet, du kommst doch nicht in den Himmel. Lass mich dir zeigen, was die Bibel dazu sagt. Ja, dass es einfach ist, in den Himmel zu kommen. Was hängt nicht davon ab, dass du irgendwas Gutes tust, um in den Himmel zu kommen, sondern Jesus ist am Kreuz gestorben und hat für deine Sünden bezahlt. Nicht wahr? Ja, das ist sehr klar. Vielen Dank. Ja, ich hoffe, dass viele Christen das richtig verstehen können und dass sie wirklich an Jesus glauben und dieses ewiges Leben als Geschenk einfach akzeptieren können. Ja. Ja, also wir wünschen uns wirklich, dass viele Christen dieses Video sehen in Deutschland, weil, wie du schon erwähnt hast, es gibt so viele Christen, die sagen, oder die sich einfach keinen Kopf drüber machen, die das Thema nicht auf dem Schirm haben, die Heilssicherheit, warum das so wichtig ist. Aber um das vielleicht nochmal kurz auf den Punkt zu bringen, es ist wichtig, weil ewiges Leben ist. Ich meine, hört das irgendwann auf? Komme ich wieder irgendwann in die Hölle? Oder ist es wirklich ewig? Unabhängig davon, was ich tue. Die Bibel sagt, dass es ewig ist. Und daran ist wirklich nichts schwer zu verstehen. Das hat einfach nur was mit deutscher Sprache zu tun. Wie lange dauert ewig? Das ist unendlich, nicht wahr? Genau. Und der zweite Punkt ist, das ewige Leben ist ein Geschenk. Wenn ich dir jetzt die Bibel schenke und sage, jetzt will ich was dafür haben, gib mir 1 Euro dafür. Das ist kein Geschenk mehr, nicht wahr? Ja. Okay, also was musst du dann tun oder lassen, um das ewige Leben zu behalten? Es war ein Geschenk, das hängt gar nicht von dir ab. Einfach akzeptieren. Genau. Ja. Genau. Ja. Und nicht auf dich selbst vertrauen. Und als dritter Punkt vielleicht noch, wenn ich mein ewiges Leben wieder verlieren könnte oder wenn ich meine Errettung wieder verlieren könnte, hat dann wirklich das nicht ausgereicht, was Jesus für mich getan hat? Weil die Bibel sagt immer wieder, im Hebräerbrief lesen wir das zum Beispiel, dass er ein für alle Mal die Sühnung erwirkt hat. Also er hat das ein für alle Mal getan, er wird es nicht wieder tun, er hat das ein für alle Mal getan und es reicht aus. Oder würde es etwa nicht ausreichen, wenn Gott selbst sich für dich opfert und für deine Sünden stirbt?